Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Ape Escape P. Heute geht es in die Asia-Welt. Ich sehe lieber Asia-Welt als Mittelalter-Welt, weil zwei der drei Welten heute Asia-Welten sind und fast zum Geier. Jay greift an Teil 2. Oh nee, ich will ein Rematch. Dein Ernst? I've been waiting for you, Spike. Now we'll really see who's the strongest. Let's go! Vielleicht ein Rematch. Es gibt tatsächlich auch noch eine Deck-Challenge, was kein Race ist. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Und natürlich jetzt hier mit dem neuen Gadget mit dem Propeller. Natürlich eine coole Sache. Hier muss man aufpassen, dass man sich nicht so festhält, weil das kostet so viel Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch schaffen kann. Guckt, der ist mir jetzt schon meilenweit voraus. Nee, es geht eigentlich. Und wir wissen ja, bei Rutschen, da braucht er extrem lange Zeit. Ich weiß nicht warum, aber die Rutschen, da hat das nicht so mit. Dafür ist der Lava-Abschnitt immer gut. Das war meisterhaft. Das ist richtig gut, da haben wir richtig viel Zeit rausbekommen und gucken, wo der erst ist. Also ich blicke hier wirklich zuversichtlich in die Zukunft. Hier muss ich einmal kurz den Propeller benutzen. Jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hin. Hier ist tatsächlich nur nicht das Ziel und der Honk hat sich jetzt festgehalten. Spike, what are you doing? Aber wirklich nicht so schwer. Ich finde auch die zweite Jake Challenge ist meilenweit einfacher als die erste. Pretty good, Spike. Now you ready for some real action? Ja, gib mir die Real Action. Die Real Action in Ape Escape heißt Affenfahren. Also, aus dem Weg. Und dadurch, dass wir ihn jetzt besiegt haben, wir noch 5 Spectre-Münze bekommen haben. Haben wir tatsächlich das Spectre-Boxen freigespielt. Das ist ein ziemlich witziges Minispiel. Werde ich euch natürlich alles zeigen, aber natürlich erst gegen Ende des Spiels. Spike, I finally located Spectre. He seems to be in the age called the Dawn of Human Civilization. It's time for the final confrontation with him. I want you to prevail in capturing Spectre and then return safely here to the present. I'll be waiting for you. Was? Der Professor meint, Spectre ist schon hier. Ich glaube, der hat sich vertan. Muss wohl Spectres Zwillingsbruder gewesen sein. Der wäre ein bisschen kurz, ne? 8 Affen, 3 Spectre-Münze und diese Welt ist ziemlich witzig, weil es hier ein Secret gibt. Beziehungsweise einen geheimen Abschnitt. Den werde ich aber erst später machen. Wenn es zum Backtracking geht. Oh, das ist ein schönes Level. Der Level ist echt toll. Was nicht so toll ist an den Level sind die overpowersten Gegner in der Ape Escape Geschichte. Zweite sind Ninjas. Kommen aus dem Nichts, greifen instant an und geben nie irgendetwas. Kriegst nichts von denen. Nur Ärger. Das kriegst du genug von denen. Die droppen halt kein Leben, keine Energiechips, nichts. Die sind richtig arschig. Glaub mir das. Ich glaube, den Propeller bräuchte ich gar nicht. Was richtig gut in der Welt ist, gerade gegen diese Ninjas, ist dieser wunderschöne Sprintreifen. Ich glaube, der gibt mir tatsächlich Kekse. Ich hoffe es, weil energietechnisch sieht es nicht mehr so gut aus. Komm schon, du alles Keife, ja, ich werde das nicht besiegen. Doch, Glück gehabt. Oh mein Gott, das war so knapp. Was ist das hier? Friedhof? Ich hab was gehört. Hey, wo bist du? Auf jeden Fall, selbst wenn ich den Affen nicht gefunden habe, hier ist was anderes Tolles, und zwar die Keulen. Eine von 3 Coins. Besonders als im Mario-Spiel, wo es meistens immer nur 3 Star-Coins gibt, gibt es schon manchmal 4, manchmal 1. Wisst ihr ja. Ich glaube, hier ganz unten war auch ein Affe. Ja, oh nein, einer mit der Laserpistole. Der war nicht schwer zu fangen. Richtig cool. Waren das am Anfang nicht sogar 3 Affen?
Lustigerweise gibt es in Ape Escape 2 auch so eine Szene, wo ganz viele Affen kämpfen in so einer Asia-Welt. Am Anfang. Ich finde das witzig. In Asia-Welten hast du direkt am Anfang des Levels 1000 Affen auf einmal. Kann sein, dass einer von denen in die Glocke abgehauen ist. Yep. That's right. Ich könnte meinen, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Oh Gott. Komm, bleib stehen. Der muss auf jeden Fall sein Aiming verbessern. Trifft erstmal schön den Hügel, aber nicht Spike. Warum ist er so schnell? Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist doch ein normaler Affe und keiner mit einer blauen Hose. Der ist ja doppelt so schnell wie ich. Und jetzt kommt natürlich aus nichts ein Ninja. Also der Schwierigkeitsgrad ist natürlich jetzt... Weiß nicht, das ist Dark Souls Niveau. Das ist doch nicht normal. Und jetzt der Affe natürlich weg. Nee, da ist der. Yay! Garden! Ich werde auf jeden Fall sterben, aber hey. Die drei Anfangsäffchen habe ich hier schon gehört. Hey, ich soll noch einer zu sein. Ist mir jetzt aber erst mein Grab. Ich wollte jetzt eigentlich da rein. Hier ist auch nichts. Ich finde, in der Welt gibt es einfach zu wenig Kekse. Gib mir Kekse, ich hab Hunger. Mann. Na gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in dieses wunderschöne Dojo. Sorry, so ein Dojo. Aber halt, das ist eher so ein Tempel, ne? Wer ist ja auch der Buddha. Und was sehen meine super entzückenden Augen da? Richtig, eine Spectre-Münze auf den Kopf der Statue. Und ich glaube, von der Statue müssen wir auch nach oben. Oh nein, einer mit Maschinenpistole. Wieso glaube ich, dass ich jetzt sterben werde? Wieso glaube ich, dass ich den erstmal in Ruhe lasse? Gibt's denn keine Kekse? Oh mein Gott, der Schwierigkeitsgrad. Ist echt fies geworden. So, hier haben wir jetzt dieses Geländer, sag ich mal. Und die Render-Distanz in so in einem Spiel ist natürlich nicht die beste. Aber eigentlich kannst du da drauf. Oh mein Gott. Das war der kurze Catch, den ich hier gemacht habe in Ape Escape. Oh mein Gott. Alles gut konform. Da ist die Keksdose und ich werde sterben. Nein, diese Ninjas. Oh, diese Ninjas sind so overpowered. Aber ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Saving Grace. Ich glaube, von hier kommt tatsächlich da oben drauf. Weil von der Statue ging es tatsächlich nicht. Jedes Mal, wenn ich hier im Tempel wieder bin, frage ich mich, wie kommen wir da oben eigentlich drauf? Das ist halt echt nicht so offensichtlich. Ja. Jo, ja. Ich glaube, hier ist so ein Speed-Affe. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall den Sprintreifen. Dass sich das Speed-Affe, weil das ist so einer, der sich versteckt. Ja, dein ist das Speed-Affe. Zwei zum Preis von einem Ort. Komm, komm ins Netz. Du willst auch. Und der kommt hier in die Arme oder was? Boah, der springt ja wie ein Weltmeister. Du hast gesehen, wie mir ins Gesicht gesprungen ist. Krass, Affe. Du bleibst jetzt hier. Nein! Oh Gott, war das peinlich. Gut, dann kann ich die Chance natürlich jetzt nutzen und diesen Affen fangen. Immerhin, den gibt's auch noch. Natürlich sehr schwer, der bewaffnet ist. Aber jetzt hat er anstatt zu schießen seine Hände benutzt. Minus 200 IQ. Ich verstehe nicht, warum der, wenn er eine Waffe hat, lieber mit Hand angreift. Wie ich gedacht habe, Affen mit hellblauen Hosen sind sehr sanft. Geh nicht zu brutal mit ihnen um. Naja, ich gehe mit denen um wie mit allen anderen Affen. Denn unsere Mission ist klar. Und meine neueste Analyse. Affen mit grünen Hosen haben scharfe Augen. Sehen dich von sehr weit weg. Ja, nur zu mir war das doch nicht alles. Das Schlimmste bei den grünen Affen ist eben halt, dass sie Raketenwerfer haben. Die haben einfach einen fucking Raketenwerfer. Guck, hier ist auch noch einer. Dann den da oben fangen und haben wir's. That's all.
Wie gesagt, das Coolste am Level ist, wenn man beim Backtracken ist. Das Backtracken im Spiel ist echt gut gemacht. Es wäre jetzt so denkt, Backtracken, das ist voll blöd. In dem Spiel ist das richtig gut. Weil das ist ja auch ein Ort, wo wir jetzt gar nicht hinkommen. Gut, da hätte ich natürlich schon hingehen können, aber ich hebe mir das Coolste mal zum Schluss auf. Nein! Oh, diese Ninjas! Die schießen noch dreimal. Kommen aus der Nichts. Sind schnell schwer zu treffen. Und geben halt nicht mal Kekse oder so. Oh, das sind die undankbarsten Gegner für ein Ape Escape Spiel. Wirklich. Super Reifen! Da ist er ja. Da bist du ja, mein Freund. Ey, du darfst ihn nicht berühren. Oh Gott. Scheiße, wie fängt man den nochmal? Ich glaube, ich schleiche mich mal irgendwo an. Ich glaube, Superreifen ist nicht ideal. Also, sobald du abprallst, bist du weg. Das ist ein Problem. Ich weiß echt nicht, wie wir ihn jetzt bekommen sollen. Ich will ja keine Magierin. Jetzt ohne Mist. Wie sollen wir diesen Affen bekommen? Superreifen, du prallst ab, bis wir unten. Funktioniert nicht. Oder ich stopp einfach vorher und switche auf das Netz. Zeig das. Sollte funktionieren. Oh, ohne Scheiß, das ist der schwerste Affe in den Level. Aber wir haben ihn. Yes! Supi. Supi spitzmäßig. Das war das erste Asien-Level. War schon ziemlich anspruchsvoll. Du hast halt dieses Keifel, was richtig Stress macht. Die Ninjas. Und das Coolste vom Level, wie gesagt, es kommt noch. In der Zukunft. Gut. So war sogar sehr gut in der Zeit. Beginnen wir jetzt das schwerste Level im gesamten Spiel. Das ist für mich wieder das schwerste Level. Das ist so gemein. Tiki-Tiki-Mauer. Das war eben der Wabi-Sabi-Tempel. Gott, dieser Level. 6 Affen, 3 Spectre-Münzen und hier hast du wirklich Jump'n'Run Passagen Deluxe. Hier wird alles vom Spieler und von Spielerin abverlangt. Richtig krass. Der Level hat's in sich. Brauche ich auf jeden Fall den Propeller. Jump'n'Run Passagen Deluxe. Jetzt wird's tricky. Yay. War ich ja nicht so eine Spectre-Münze? Komm schon, ja, natürlich. Natürlich ist eine Spectre-Münze, weil wofür soll der Ort sonst sein? Ist ja voll abgelegen. Voll auffällig abgelegen. Hui. Und das ist quasi die chinesische Mauer. Nur ein bisschen modifiziert. Mit bösen, feinen Stacheln. Und alles, was dazu gehört. Ich glaube, Spike. Auch wenn er Spike heißt, möchte keine Akupunktur. Sorry. Lieb gemeint, aber heute mal nicht. Oh Gott, dieses Ear-Rape-Geräusch. Ich hasse das an den Level. Das sind diese komischen Gegner. Und Fun Fact, ja, das habe ich euch tatsächlich noch nicht gesagt und der Professor lustigerweise auch nicht. Oh lol. Man kann tatsächlich mit dem Propeller auch Gegner töten. Solange der Propeller rotiert, hat man eine Hitbox und kann das tatsächlich als Waffe benutzen. Ideal gegen solche Gegner. Here I come! Got it. Den ersten Affen, dem schweren Level. Oh Gott, da hinten geht schon los mit der Rolle und uffi uff. Leute, der Level hat so in sich. Aber es ist ein cooler Level. Schwer heißt ja nicht schlecht. Er ist nur verdammt schwer. Ich hab so Angst vor der Pistole. Hör auf zu schießen. Gewalt ist keine Lösung. Supi. So. Guck, haben wir schon wieder ein Extra-Leben. Oh Gott, wir gehen langsam die Extra-Leben aus. Ich habe nur 15 Leben. Oh Gott. Just kidding. Jetzt haben wir, glaube ich, im Bereich geskippt. Kann das sein? Ja, den Bereich. Der ist so wie eine Höhle. Oh gut. Kann ich euch den Bereich ja doch noch zeigen, weil jetzt zeige ich den tatsächlich an. Wir hatten ja diese Eishöhle und da gab es einen ähnlichen Abschnitt.
Oh nein! Oh nein! Oh, es ist gemein. Los, Spike! Du schaffst es! Du kriegst es hin! Yes! Ich bin stolz auf dich! Oh Gott! Guckt euch das an! Die Rolle des Todes! Ja! Das ist nämlich das Gemeine! Dann kommt so plötzlicher Richtungswechsel und es wirft einen teilweise so über Bord. Aber ich habe mich halt gerettet mit dem Propeller. Die Forschungen zeigen, dass Affen mit weißen Hosen vorsichtig sind. Es ist schwer, sich anzuschleichen, ohne gesehen zu werden. Das wurde über die grünen Affen ja immer schon gesagt. Aber die weißen Affen sind scheinbar auch super aufmerksam. Und sie haben so eine nervige Falle. Du hast gesehen. Oh Gott. Freunde, wie schnell sind die? Die trollen mich doch schon wieder. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall den Sprintreifen. Beide geführt, doppelt so schnell sind wir. Komm schon. Nein. Jetzt aber. Nein. Komm. Yes. Einer von dreien. Sehr schön. Oh, der haut sofort wieder ab. Mann, hoff dich zu verstecken. Cool, wie schnell der ist. Ist ja unglaublich. Und die weißen Affen werden an der Ape Escape teilen tatsächlich anders. Die bekommen Designänderungen. Die haben nun so eine komische Psychobrille. Der sieht richtig merkwürdig aus, diese Brille. Und können Bomben werfen. Diese weißen Affen sind irgendwie sehr prototypmäßig. Oh Gott, aber die sind verdammt schwer zu kriegen. Jesus, das kann ein bisschen dauern. Das kann wirklich lange dauern. Die sind hier richtig überlegen. Ich bin nie so hilflos gefühlt. Aber hey, 2 von 3. Nein, oh Gott. Wenn man diesen Gong betätigt, kommen random da diese Zerstampfer runter. Komm, yes. Wir haben sie alle. Und dadurch, dass wir alle Affen gefangen haben, geht tatsächlich das Tor auf und wir bekommen die Münze und kommen tatsächlich weiter. Viele Level in der Ape Escape sind ja ziemlich on-world-stylisch. Sagt man das auch? Diese Level hingegen sehr, sehr linear. Guckt, die Entwickler wussten ganz genau, wie diabolisch sie sind. Deswegen haben sie ja Kekse gemacht. Weil die ganz genau wissen, hey, hier verlieren wir bestimmt einige Kekse. Mann. Oh Gott. Und die Fallen werden immer diabolischer. Oh, here we go. Oh nein. Will ich hier überhaupt hin mit diesem nervigen Vogel, der plötzlich Feuer spreit? Was ist mit dem nicht richtig? Warum spreit er plötzlich Feuer? Ach stimmt, hier musste ich den Schalter erst betätigen. Hätte ich natürlich auch mit der Zwille machen können. Wäre viel schlauer gewesen, aber naja, so geht's auch. Und das öffnet nämlich das Tor. Now I see. Und ich bin tot. Yep. Hui. Ein ganzes Leben weg. Instant Death. Verlierst du nur einen Keks oder so? Instant Death. Ihr glaubt es nicht, aber diese Kreissäge hat tatsächlich mein Leben gerettet. Ich meine es jetzt ernst. Ich wäre in den Abgrund gefallen. Was beobachtet der hier? Und das war tatsächlich schon der letzte. Oh mein Gott. Seht ihr, was da noch für diabolische Sachen auf uns waren? Ein diabolischer Fall nach dem anderen. Chinesische Maus. Tödlich und böse. Oh Gott. Pretty good. Pretty good. Das war tatsächlich der leichte Teil. Der richtige Hardcore-schwere Teil. Der chinesische Mauer, der kommt noch. Und zwar das Backtracking machen. Freut euch wirklich aufs Backtracking. Das ist tatsächlich meine Lieblingsstelle in der Ape Escape. Wenn man in die Welten zurückkehrt und man schaut, was fehlt eigentlich? Was kann ich jetzt mit meinen neuen Gadgets erreichen? Das zeichnet Ape Escape tatsächlich aus. Gut. Leute, Daumen, falls euch gefallen hat. Falls nicht,
könnt das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!